So, moin moin, herzlich willkommen Leute zu einer neuen Runde hier LS22 Nordfriesischer Marsch. Ja, wir sind schon Mai unterwegs, kurz Richtung Sommer, ne? Und es ist mal wieder Streamzeit, Donnerstagabend. So, erstmal moin moin in den Livestream-Chat. Eine ganze Woche Pause, ne? Das ist ja schon wieder fast gar nicht gewöhnt. Das letzte Mal LS gespielt vor ziemlich genau einer Woche. Wer kann das von euch auch behaupten? Schreibt mal gerne rein. Ich glaube, nicht viele, oder? Partybits, vielen, vielen herzlichen Dank für den Sub 3 Monate im Voraus und damit 2 Jahre vollgemacht. Vielen herzlichen Dank für den Support. Danke, danke. Moin, moin. Jo, ich will gar nicht lange. Ne, wir wollen hier gleich Gas geben. Ich habe gerade schon mal geguckt, bevor ich jetzt den Stream gestartet habe oder die Aufnahme. Also wir sind tatsächlich ziemlich out of Produkte. Ich habe nur ein bisschen Kleinkram, ein bisschen Schüttgüter noch zu verkaufen. Da werden wir mal schauen, dass wir heute ein bisschen was machen, was wir so zusammenkratzen können. Kompost, Futter, wie auch immer. Dann werden wir oben natürlich Rohöl gleich ein bisschen transportieren. Dann habe ich eine Kleinigkeit noch geändert in der Heizkraft-Tierwerk-Geschichte und da kommen wir auch gleich zu. Ja, hier stehen wir in der Gerste. Das ist schon Futter. Eine Wachstumsstufe fehlt noch. Das wird im Juni sein. Ne? Ich habe mir bis dahin überlegt, möchte ich eigentlich gerne irgendwie einen Mähdrescher ablösen, dass wir den bezahlt haben und dann vielleicht einen neuen Mähdrescher mit reinnehmen. Ne? Weil ich glaube schon bei der Ernte, die wir erwarten, kann ein dritter großer Mähdrescher nicht schaden. Ne? Mal gucken. So, moin Sen, danke fürs Reinschalten, moin moin, seid gegrüßt. Heute kommt keine neue Version, nein. Ich war am Wochenende unterwegs, hatte Geburtstag, ne? Was erwartet ihr? War von Freitag bis Montag nicht zu Hause, waren unterwegs, haben uns ein schönes Familienwochenende gegönnt. Der eine oder andere wird es ja vielleicht bei Insta mitgekriegt haben, Fotos gesehen haben. Von daher war nicht wirklich viel Modding-Zeit, dass ich jetzt sage, juhu, jetzt haue ich euch hier die Bohrinsel um die Ohren und alles andere kommt dann in ein paar Monaten. Nein. Das duert noch, ne? Das duert noch. Gut, den wir weiter haben und nützt ja nichts. Aber gut, ne? Moinsen, moinsen. Also, was ist der Ballenhalle, Hof, leeren Fermenter, befüllen Luzerne frisch? Das kann er von alleine. Brauche ich nicht helfen. Gut. Alles Gute nachträglich. Wünsche ich viele, vielen Dank. Ja, war toll. Also weiß nicht, kennt jemand von euch Tropical Island? Kennt jemand das von euch? War da schon mal jemand von euch? Oh, brav. Vielen herzlichen Dank für 1000 Bits. Vielen herzlichen Dank für den Support. Danke, danke, danke. Ich mache das Update jetzt schnell fertig. Eigentlich bin ja, ich habe ja auch Dienstag schon wieder ein bisschen genutzt zum Modden, klar. Aber da habt ihr ja mitgekriegt, das Göweil-Pack war da. Ich musste die Marsch möglichst schnell natürlich fürs Göweil-Pack ready machen, dass alle Ballen da auch funktionieren. Das hat mich natürlich am Dienstagmorgen, ich sag mal, da habe ich vielleicht so 5 Modding-Zeitstunden meistens, Dienstagvormittag. Und davon waren 2 dann schon mal weg, ne? Für Göweil-Update und so weiter, Informationsvideo dazu und so weiter, hast du nicht gesehen, hochladen, ändern. Auf die ganzen E-Mails vom Wochenende noch reagieren, weil das haben wir ja auch am Wochenende nicht gemacht und so weiter und so fort. Und schon war der Dienstagvormittag irgendwie fast wieder weg, ne? Vielen herzlichen Dank noch für nachträgliche Glückwünsche. Rolf, moin moin, vielen Dank auch für den 34. da, vielen Dank für den 13. Monat, vielen Dank für euren Support. Super lieb, vielen, vielen Dank. Ich weiß gar nicht genau, also wir werden jetzt mal zur Raffinerie noch eine Ladung Rohöl fahren, dann holen wir uns ein bisschen Methan ab. Das können wir schon mal weiterverarbeiten, eine Ladung. Und ja, wie gesagt, ansonsten habe ich aktuell nicht viel zu verkaufen. Das ist ein bisschen mau. Aber das haben wir halt, ne, wir haben in letzter Zeit viel verkauft und dann ist das mal so. Danke, danke. Ja, ich war da schon. Ist echt nicht schlecht, sagt der Dellmann. Moin, moin, moin. Moin, moin aus Brittum. Zurück. Wird ja auch wieder zurück aus dem Urlaub in Dänemark. Wir waren nach, wir sind nach Berlin gefahren, ne? Ein bisschen weiter. Und Shelly hat am Anfang den falschen Weg eingenommen. Das war echt lustig. Ich meine, gut, man kann sich mal verfahren, wenn man nicht genau weiß. Ihr wisst, also wir überraschen uns ja immer gegenseitig. Ich hatte keine Ahnung, wo es hingeht. Ne? Das ist so Freitagmorgens, man steht auf und denkt, gut. Schnell noch Göweil Informationsvideo, Testvideo veröffentlicht. Dann natürlich noch den Fehler dabei gemacht, dass man Hackschnitzel gar nicht nutzen kann. Ja gut, dann sind wir irgendwann los gegen 10, halb 11. Und hatte keine Ahnung, wo wir hinfahren. Ne? Das machen wir immer so, dass wir den anderen nicht sagen, wo es hingeht. Eine Plan für den anderen oder für die Familie eben irgendwo ein schönes Wochenende. Und ja, dann ist sie eigentlich relativ früh schon ein bisschen falsch abgebogen. Also ein bisschen, und dann hat mich natürlich dann verwirrt. Ach, keine Ahnung, wo es hingeht, so ungefähr, ne? Und von daher hat sich das dann ja später rausgestellt, als sie dann mal irgendwann das Navi angemacht hat oder auf dem Handy dann, ne? Weil sie es auch nicht verraten wollte, wo es hingeht.
Ich habe es letztes Mal ja auch durchgezogen. Wir sind ja irgendwie bei ihrem Geburtstag waren wir Timmendorfer Strand. Und sie hatte ja bis kurz vor Schluss noch gedacht, dass wir zum Waisenhäuser Strand fahren. Das liegt ja ziemlich nah beieinander. Ich habe eben auch dicht gehalten und sie hat eben auch ziemlich lange dicht gehalten. Und ja, von daher ist aber schön. Also die Anlage insgesamt, Tropical Island, für wen das jetzt nicht eine ganze Weltreise ist, ist ein Besuch wert. Also wirklich beeindruckend. Ich finde diese Maße der Halle, ne? Also ich weiß nicht, für Architektur und so weiter und so fort. Ich finde, diese Halle ist unglaublich, ne? Wie riesig diese Halle ist, wo eigentlich Zeppeline gebaut werden sollten früher und sich dann wohl herausgestellt hat, naja, loblich so. Also 106 Meter hoch. Das ist, wenn man da so liegt am Strand in der Halle. Wahnsinn. Also ich finde es beeindruckend, dieses ganze Bauwerk an sich und natürlich klar auch, was sie da drinnen aufgebaut haben. Wahnsinn. Wahnsinn. Ufa, vielen herzlichen Dank für 28 Monate. Danke, liebe Leute, für den Support. Danke, danke. Ich war da mal, als noch Zeppeline dort gebaut wurden. Ich glaube, viele Zeppeline sind da nicht gebaut worden. Ne? Danke noch für nachträgliche Glückwünsche. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Also ihr wart auch zwei, ja gut, das ist ja zwei Jahre erst her, knapp drei Jahre. Das ist ja dann ein ähnlicher Stand wie bei uns. Und es, ja, ne, wir waren, also man merkte schon klar, Montag Vormittag ist deutlich am wenigsten los gewesen. Wochenende schon gut besucht. Aber die Anlage ist riesig und dementsprechend, finde ich, verteilt sich das auch ganz gut. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl nach dem Motto, dass es ne, zu eng ist und man kennt es ja teilweise auch von Hotelurlauben. Wenn es ans Buffet geht, ne, ist sich jeder selbst der Nächste. Wir müssen halt immer gucken, ne? Klar, dass die Kinder da nicht unter die Räder kommen, wenn sie dann mal selber eine Schale tragen oder einen Teller in der Hand haben. Aber das ging eigentlich alles. Essenstechnisch finde ich, ach ne, ist jetzt kein High-End-Zeugs, ist klar. Aber guter deutscher Standard, würde ich mal behaupten. Immer was gefunden, die Kinder haben eigentlich immer was gefunden. Und ne, Tropical Island Berlin ist dann doch eine Empfehlung und eine kleine Reise wert, je nachdem. Oh, ja, ich bin erstmal eine Ladung. Ach, nee, warte mal, wir machen erstmal eine Ladung Methan. Funktioniert nämlich jetzt auch. Ich kann jetzt Methan tanken hier. Ossimija, vielen Dank. Der Ossimija, da waren wir ja in der Nähe. Denn scheinbar. Also auch von uns aus gesehen, man muss ja echt noch komplett um Berlin rumeiern. Das ist ja tatsächlich noch mal ein ganzes Stück südlicher in Richtung Dresden schon gefühlt fast, ne? Da muss man komplett um Berlin rumeiern und das dauert natürlich auch immer ein bisschen. Doch Cargo-Lifter ist nur von Vorserienproduktion insolvent gegangen. Okay. Aber viele sind da nicht gebaut worden, ne? Das kann nicht viel sein. Du musst einfach den Mod More Trees nutzen, dann kannst du Bäume pflanzen, bis der Arzt kommt. Ansonsten glaube ich, musst du wahrscheinlich 5.000, 6.000 fällen, bis mal irgendwann wieder welche setzen darfst. More Trees heißt der Mod. Gibt schon immer im LS, auch im LS19 brauchte man ihn schon auf vielen Karten, weil der Standard-Map-Baumbestand, den man haben darf, sehr überschaubar ist. Ja, aber die Halle ist Wahnsinn. Ne? Ich finde diese Maße, diese Außenmaße und so, das so zu sehen, Höhe, Breite, Länge, also Wahnsinn. Wenn man überlegt, da sind so bis zu 6.000 Gäste teilweise drin. Ne? Das kommt einem nicht so krass vor. So, also in Zukunft, wie ihr seht, könnt ihr das Heizkraftwerk auch mit Methan versorgen und habt dann noch eine weitere Möglichkeit. Ich hab da noch einen blöden. Also ich werde da noch Gas draus schreiben. Gehen wir einmal kurz ins Produktionsmenü rein, damit wir gleich einmal sehen, was geht. Stand jetzt. Spielinterne Mod Hub. Weiß ich nicht. Einfach mal LS22 More Trees. Also More für mehr, ne? Und Trees. Klar, Bäume. So, also hier Produktionsinfo, Heizkraftwerk kann in Zukunft, da wird noch, das schreibe ich nochmal um, da steht Methane, Heizkraftwerk Gas werde ich wahrscheinlich einfach schreiben. Wenn ihr aus 500 Methan könnt ihr 5000 Strom machen. So im Vergleich ist das die beste Schiene, auch am wartungswenigsten intensiv sozusagen und dementsprechend ja auch einfach eine weitere Schiene hier mit am Start, um Heizkraftwerk noch mehr Strom zu produzieren. Wenn wir jetzt hier auch Volllinie fahren, produzieren wir 5000, 8000, über 13.000.
Und nochmal 6 dazu, also 19.000 Stromeinheiten kann das Heizkraftwerk jetzt bei Vollauslastung produzieren. Das sollte reichen, um gut zu verteilen und bald auch was übrig zu haben. Ne? Also das wird auf jeden Fall schon mal auch im nächsten Update verfügbar sein. Aber das dauert noch ein bisschen. Ich finde es doch, ich fand es auch teuer. Also Shelly hat es ja bezahlt. Ich wusste ja erstmal gar nicht, was es gekostet hat. Und muss man sagen, wir waren von Freitag Mittag bis Sonntag mittags da. Und ich finde, ja, ich meine, also sie hatte gebucht mit Frühstück und Abendessen buffetmäßig drinne. Wir hatten auch drinne so ein Zimmer, so ein Themenzimmer. Schon schön, schon schick. Bisschen auf altbacken getrimmt. Weiß ich gar nicht genau, in welcher Themenecke wir waren. Also wenn man reingeht, das wird wenigstens was sagen. Hinten links sozusagen, da wo auch dieser Spielbereich für die Kinder ist. Wo dieses, wo diese kleinen Piratenschiffe, die man per Fernbedienung lenken kann, und auch diese Klettergerüste für die Kinder sind und diese hier Elektroautobahn. Das ist, ne? Wie gesagt, jetzt will ich jetzt nichts sagen, aber die, die schon mal da war, die wissen vielleicht ungefähr. Der Trailer hier kann auch Erdöl haben. Ja, Erdöl und Methan ist beides als Flüssigkeit kartenmäßig registriert und auch eigentlich nachher auch über das Produktionspack registriert und kann dementsprechend gefüllt werden. Aber so trinken und so fand ich auch. Also wir sind dann dahin und dann hat man überall Pfand. Also es gibt so Plastikbecher, da ist ein Armgetränk drin. Man muss sich vorstellen, wenn man Buffet isst, kriegt man erstmal so ein Band um den Arm, damit die dann erkennen, dass man da auch berechtigt ist, zum Buffet zu gehen. Das bringen wir viermal und ein so ein Band hat 5 Euro Pfand. Also wird schon mal, jeder hat so eine Uhr einfach, ne, so eine Chip-Uhr, wo man dann hier mit, also man bezahlt ja nicht mit Bargeld oder irgendwas, sondern das geht alles über so ein, wie man es aus dem Schwimmbad eben kennt, wo man auch ein Schwimmbad hat man das meistens, ne? Wo man seine Umkleidungskabine auch teilweise mit dicht macht und so weiter und so fort. So, und da wird das alles raufgebucht. Dann 4 Bänder sind erstmal 20 Euro Pfand. Und dann trinkt jeder noch ein Getränk. Ein Becher, 3 Euro Pfand. Nochmal 12 Euro Pfand. Also 32 Euro Pfand. Zahlt man schon mal zum Essen. Dann kostet eine Spezie oder eine Sprite, was auch immer, ein halber Liter oder 0,4. Olli Connect, vielen Dank noch dafür. Vielen Dank. Ja, und dann dementsprechend danke für den Hype-Trail, die Leute. Danke, danke, danke für den Support. So würde ich jetzt sagen, genau. Denn, also 4,50 Euro kostet so 0,4 oder 0,5, ist das, glaube ich, 0,5? Ich glaube, 0,5 war es. Sagen wir, das war es 0,5. Ich und Shelly und die Kinder jeweils eine kleine Portion. Waren, glaube ich, 3,50, also 7 Euro. Plus 9 Euro sind 16 Euro. Plus die 32 Euro Pfand. Also du gehst hin, bestellst ein bisschen was zu trinken und hast einfach 40 Euro auf einmal drauf. Und dann denkst du, oh, mein Gott, das meiste kriegst du davon wieder, ne? Aber erstmal guckst du ein bisschen blöd. Ne? Also das war, wie gesagt, man kriegt das wieder, wenn man Pfand die Becher wieder zurückbringt, kriegst du wieder 3 Euro pro Becher gutgeschrieben. Und natürlich diese Armbänder kriegst du ja auch dann, klar, die 5 Euro pro Armband kriegst du auch wieder gutgeschrieben. Trotzdem erstmal guckst du blöd. Wie hier, ne? 4 Getränke achten. Was 50 Euro? Oder 9? Aber auch so dieser Regenwaldbereich und es ist echt warm. Das Wasser hat da 30 Grad. Das ist gerade für unseren ja doch noch kleinen Kinder echt gut, weil die nicht nach 15 Minuten oder 20 Minuten anfangen zu frieren. Im besten Fall blaue Lippen kriegen und okay, komm, Kinder, komm mal raus aus dem Wasser. Sondern das wirklich sehr, sehr lange aushalten können, ne? Weil das Wasser hat auch knapp 30 Grad, Luft fast 30 Grad. Das ist schon echt enorm. So, jetzt müssen wir mal gucken. Brauchen wir noch irgendwas? Oder der Fischer kann. Ach so, können wir gleich Diesel mitnehmen? Dann könnten wir ein bisschen Diesel zum Fischer hinbringen. Und viel mehr kann ich auch nicht machen. Ich will die Zeit ein bisschen vorspulen. Wir werden noch ein paar Schütten. Zeuges verkaufen, aber ansonsten ist jetzt nicht viel zu holen hier. Wir müssen tatsächlich bis Mai zum Nachmittag, Mai, zweite Monatshälfte vorspulen, damit wir da was reisen können. Das regt doch bestimmt so Diebstahl von Bechern an. Ja, aber ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht, wir haben es nicht getestet. Erstmal moin, Forest. Wir haben es nicht getestet, ob man jetzt hätte andere Becher irgendwo schnappen können, um Pfand wieder abzugeben. Du kriegst es ja nicht ausgezahlt, du kriegst es alles auf deine Uhr gebucht. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass sie auch ein System haben, dass ich jetzt nicht nachher hingehen kann und ich krieg 100 Euro aus dem Automaten, wenn ich meine Uhr wieder abgebe.
wieder noch merken, okay, der hat 5-mal Pfand bezahlt, also kriegt er auch nur 5-mal Pfand zurück oder sowas, ne? Aber weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber sonst ist man da drin echt in der eigenen Welt. Wir haben auch einen schönen Außenbereich mit so einer Wildwasserrutsche. Das macht auch Spaß. Leider sind unsere beiden dafür noch zu klein gewesen. Da durfte man erst ab 8 rein. Und, ja, ne, hm. Und je nachdem, was für ein Bademeister du halt da am Start hast, einer ein bisschen genauer, der andere winkt den einen durch so ungefähr. Und ja, das hat den anderen wieder nicht. Gut, ich habe das dann mal schnell mal gemacht, aber ansonsten die Kinder dann eben nicht. Shelly auch nicht. Auf diesem riesen Wasserrutschenturm war ich auch nicht einmal. Weil, wie gesagt, alleine da hoch zu tapern, ach, das ist dann auch witzlos. Aber wir haben relativ neu auch in der Südsee, heißt es da, so einen größeren Rutschenturm, wo ich glaube 8 Wasserrutschen sind für so mittel, also für kleine bis mittel. Und da können eben die Erwachsenen ja auch mitrutschen und das ging gut, war auch lustig und es ist auch so eine kleine Trichterrutsche und so weiter und so fort. Und wie gesagt, ne, schön warm. Kann man mal gut haben. Aber das Einzige, was man wirklich so weit braucht, aber Shelly hatte gelesen, also hier steht die Sonne aktuell noch tief, ne, weil wir im Winter sind oder im Frühling jetzt ja theoretisch schon. Aber in real life. Und ansonsten kann man da tatsächlich wohl, wenn die Sonne und man da richtig liegt in diesem Bereich und die Sonne den ganzen Tag da scheint durch diese Folien, allen Dach, dann kann man sogar Gefahr laufen, Sonnenbrand zu kriegen. Ich habe keinen Auftrag, habe auch geguckt vor der Aufnahme. Wie gesagt, die Grasmission habe ich keine Lust zu. Dann spule ich uns lieber gleich ein bisschen Zeit weg. Wir verkaufen noch ein paar hier Schüttgüter, so wie, wenn wir noch finden, Schweinefutter. Ansonsten Kompost. Ich werde oben noch mal ein bisschen schauen. Vielleicht müssen wir noch eine Ladung Mineralfutter einkaufen. Und ein bisschen rumtüdeln hier bis zur nächsten Monatshälfte, bis wir ein paar Sachen verkaufen können. Ja, wir sehen noch nicht auf der Karte, mit wie vielen Personen du da zu Gast bist. Das stimmt. Aber ich glaube trotzdem nicht, wenn ich jetzt hingehe und die Uhr abgebe und da sind 100 Euro Guthaben drauf. Ja, nicht, also dann werden wir schon mal gucken hier, wieso sind da 100 Euro Guthaben. Ja, ich habe hier Pfandbecher überall weggesammelt und abgegeben. Keine Ahnung. So, dann hätten wir es auch geschafft. Düngerherstellung wünscht sich Gärreste. Mal schnell bei der BGA gucken, aber ich glaube... Schon wieder soweit. Okay, tatsächlich schon fast 20. Nur über Tropical Island hier geredet. Aber zwischendurch haben wir auch ein bisschen Methan verteilt, Rohöl und jetzt Diesel. Recht flüssig unterwegs. Und nun wollte ich denn nicht voll in die Produktion reingucken nach der Bioethanol. 30.000. Sind aber noch 3 Tage und 17 Minuten. Aber es liegt theoretisch so grob auf dem Rückweg, also machen wir das einfach. Und dann werden wir mal schauen, dass wir die anderen Sachen noch. Sägewerk Holz, ja, kann ich nicht machen. Leerpaletten im Tischler werden produziert. Stoff bei Textil wird produziert. Dafür nie. Gebrühe haben wir gerade hingebracht, mehr haben wir halt noch nicht. Sägewerk-Hackschnitzel werden auch produziert, aber eigentlich ist oben alles in dem Bereich. Und wie gesagt, Mineralfutter noch eine Ladung und jetzt die Gärreste. Moin Moin. Ja, Samstagabend wieder Match mit, ne? Soweit ich weiß. Gucken wir mal, dass die Technik mitspielt. Und wie wir schon beim letzten Mal geguckt haben, werden wir wahrscheinlich den einen oder anderen Mod sonst deaktivieren, der nicht zwingend gebraucht wird. Und dann hoffen wir mal auf eine flüssigere Performance Match Map Samstagabend. Ja, auch noch nach dem Patch ruckelt es immer noch ein bisschen.
Meine Technik ist schon ausgetestet, sollte auch einen neuen Standort gehen. Alles gut. Moin Moin, danke fürs Reinschalten, sei gewusst. Metallen wollte ich ja nicht auffüllen. Das ist ja, wird hier sowieso immer gleich direkt verkauft. Da wollte ich eigentlich auch noch ein bisschen drum rumspielen an den Einstellungen. Also man kann es jetzt auch in der Bioanlage hier eigentlich einstellen, was man sagt, ne? Aber ist eigentlich egal. So wenig, dass es noch nicht richtig eingestellt. Ja, es macht Sinn, Shader Catch einmal leer machen. Einmal löschen die Datei, schreibt sich dann mal wieder neu. Jo, aber dann sind wir am Ende der ersten Folge, Leute. Danke wieder fürs Reinschalten, danke für den Support, danke für die noch nachträglichen Glückwünsche. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank und tschüss.